Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von The Legacy. Mein Name ist Selma und beim letzten Mal hatten wir ja den Kamin zum Hindurchschreiten entdeckt und haben herausgefunden, dass es 7 Türen gibt und wir, um die 7. zu öffnen, durch alle anderen 6 erstmal hindurchschreiten müssen. Und sie haben einen neuen Zauber gefunden, aber auf Zauber verlasse ich mich erstmal so nicht. So. Hier, das sind, glaube ich, die Runen. Würde ich jetzt gerne ignorieren wollen, den Typen. Wir laufen jetzt mal weiter nach da oben. Da könnten wir schlafen. Hier war ja... Da sind wir irgendwie nicht weitergekommen. Musste man hier rumlaufen. Oh, jetzt hat sie mich noch getroffen. Und die trifft gut. Wahrscheinlich müssen wir hier neu laden, aber ich würde gerne nochmal... Jetzt haben wir ja eh nichts mehr zu verlieren. Ein Weihwasser habe ich noch. Der bewegt sich ja eh nicht. Angreifen? Warte, du musst mir zuhören. Im Leben dienten wir dem, was, Melchior-Kult? Nun im Tode sind wir seine Sklaven. Melchior hat uns getäuscht. Wir haben den... Muss ich jetzt auf Sprechen klicken, um weiter zu blättern? Ja. Eröffnungsritus für ihn vollzogen... Und als Dank hat er uns unsere Seelen genommen. Nun winden wir uns in ewigen Qualen dazu verdammt, an diesem üblen Ort herumzuirren, bis uns jemand befreit. Das Bild fesselt uns, verbrenne es und gib uns die Freiheit wieder. Ah, aber spute dich, denn er kennt jeden deiner Gedanken. Lassen wir den einfach da. Ich meine, der greift mich ja nicht an. Jetzt haben wir immerhin schon mal mit jemandem gesprochen. Ein bisschen anders als erwartet. Was ist das denn? Eine kugelsichere Weste. Diese sicherheitsbenutzte Kevlar-Weste bietet wirkungsvollen Schutz gegen die meisten Schusswaffen. Können wir das einfach so anziehen? Hallo. So. Also, das Bild hatten wir ja schon entdeckt, dieses komische. Dafür sind dann halt auch die Streichhölzer. Uns fehlt jetzt noch Öl. Petroleum. Irgendwas, um zu verbrennen, vermute ich. Brandbeschleuniger. Daran kann ich mich erinnern, dass man den finden musste und irgendwie konnte man auch an das Klopfen der Tür kommen. Speichere ich vielleicht doch nochmal, wo wir jetzt hier was verloren haben. So. Jetzt brauchen wir noch einen M16. Dann haben wir Schussweste, schutzsichere, eine Kugelweste, kugelsichere Weste, so. Ein Koffer und eine M16. Eindeutig ein Vertreter. Oh, shit. Jetzt sind wir, okay. Gut, dass wir gespeichert haben. Also wenn man da durchläuft, dann kriegt man, wird man gebeamt. Also wir sind ja irgendwie, keine Ahnung, also da kann man auf jeden Fall im Moment nicht lang. Wo könnte doch denn dann jetzt noch, ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Raum war, hier irgendwo, ne? Da müsste man hier, da wohnen wir ja auch hin und her, also muss hier noch irgendwo was sein. Gut. Oder wenn ich so gehe. Ah, das ging auch. Okay. Was haben wir hier? Blatt Papier. Lesen. Eine handgeschriebene Notiz. Ich bin nicht der einzige Mensch an diesem bösen Ort. Oben in der Anstalt habe ich kurz eine weiß gekleidete Gestalt erblickt, die eine Axt umklammert hatte. Furcht überkam mich und so floh... Wird das besser, wenn ich das hier größer ziehe? Ja, jetzt kann ich nicht größer ziehen. Okay. Furcht überkam mich und so floh ich, anstatt weiter zu forschen. Ich werde versuchen, später zurückzukehren. Marcus Roberts. Na gut, ich meine, kostet glaube ich nichts, die hier reinzukrickeln. Abzuheften. Dann heften wir die mal ab. Nein. Ach, das ist ein magischer Kristall. Ja, nehmen wir mal mit. Haben wir einen verbraucht. So, was war das hier nochmal? Ein Runenstein. Warm anfühlender Stein einer leuchtenden roten Rune eingraviert ist. Okay. Gut. Speichern wir nochmal kurz. Müssen wir hier raus und dann hier um die Ecke.
Guck mal hier hin. Toll. Nee, 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 nee. Oh. Ja. Warum das Laden so lange dauert? Ist ja fast wie bei Ultima. Ultima 9. So. Die Position auch abgespeichert wird? Ja. Oh, ich dachte, er wäre schon weg. Diesmal hat er nicht so viel Schaden gemacht. Der rückt ja auch nicht von ab. So diagonal ist nicht so seins. Naja, ist es nicht. Müssen wir gleich nochmal ein Weihwasser an den Kopf werfen. Ich komme immer noch nicht über die Statue hinweg, die uns in der letzten Folge getötet hat. Doppelklicken war nicht gut, aber ich konnte sie auch nicht mitnehmen. Vielleicht hätte man der Frau die Statue geben müssen, ich weiß es nicht. Aber das sind ja auch zwei, stimmt, es ist ja eine und oben und unten. Aber jetzt, wo wir eine schusssichere Weste haben, vielleicht erkennt sie uns als gleichgesinnter Vertreter. Okay, jetzt ist hier niemand. Ach ja, hier war das mit dem Schrupfeln. Kann ich da einfach dran vorbei? Oh. Einfach war es nicht, aber ich bin dran vorbei. Oh, was ist das denn? Ein Sicherungskasten. Ah, cool. Sicherungskasten ist an, dann kann ich die Lampe ausmachen. Ah. Habe ich Licht. Gut, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Heile ich mich jetzt noch mal kurz? Ja, ein bisschen mehr. Erste Hilfe steigern. Finden bestimmt noch öfter Kästen, aber ich glaube, das lohnt nicht. Dann mache ich vielleicht lieber ganz wissen. Ja, das Geschicklichkeit hat sich jetzt auch noch nicht so gewundert. Also gefühlt werden wir noch genauso oft getroffen. So, dann raus und hier rechts um die Ecke. Nein. Reichlich Türen. Das? Oh, ein Metallschlüssel. Untersuchen. Ah, aus einer Aluminiumlegierung. Kann ich den einfach auf den Schlüsselbund ziehen? Hallo? Hm. Nehmen. So. Ist auf den Schlüsselbund geglitten. Ah! Schlecht. Ah. Ist das der gleiche Raum? Aber da liegt ja jetzt was drin. Hä? War der andere Raum nicht hier oben? Hier. Das ist eine Kommode. Das ist ein Schlafzimmerstuhl. Ach, da gibt es einen extra Sockel. Und die Statue. Ja, und Kanten dieses Halbedelsteins, was? Kanten dieses Halbedelsteins sind angeschlagen. Hm. Gut, wenn die angeschlagen sind, da kann man nichts machen.
Da war ich zu langsam. Ja, also laden und speichern, laden und speichern. Das war vorher so. Oh, hier ist auch noch so ein Blitzding. Okay, also, ach, jetzt kann ich hier nicht mehr scrollen. Hier ist eins und hier ist eins. Interessant ist, dass ich eben nach links gedrückt habe und nach rechts gelaufen bin. Interessant ist ja auch, dass der rückwärts rausgeht. Wo war das denn? Ich glaube, bei schwarzer Auge ist man immer richtig rum rausgegangen. Sehe ich nicht. Gucken wir hier nochmal. So. Hä? Oh. Noch einer. Warum bin ich hier immer hin und her? Aber wahrscheinlich hilft uns Geschick schon, um an den Viechern vorbeizukommen, wenn wir einfach durchlaufen wollen. Was ich mich auch frage, wie groß ist denn noch der Level, dass wir bis jetzt erst eine von sieben Türen entdeckt haben? Also hier habe ich noch ein bisschen was. Ich könnte einfach hier zurück. Oh, super. Hey, hier ist wieder ein Bad. Großes Kino. Hier war ja. Hä? Ich habe die Toilette geöffnet. Ein riesiger Wurm fällt sie an. Du bist tot. Okidoki. Gut, scheinbar wurden die Räume dann wiederverwertet. Ich dachte, jeder Raum wäre halt mit so einem Adventure-Bild einzigartig. Den haben wir noch nicht und den haben wir noch nicht. Ganz einfach, wir laufen jetzt einfach rückwärts bis oben hin. Gehen hier rein. Was ist das? Oh, Weihwasser. Meditieren wir ein wenig. Ich hoffe, irgendwann kriegen wir auch einen Heilzauber. Das wäre ganz nett. Na komm. Ja, machen schon weg. Okay. Du bleibst da. So. Würde auch helfen, wenn man auf der Karte so ein bisschen die Monster sehen könnte, wegen der Orientierung. Das ist hier nicht so einfach. Da ist die Toilette. Ach, ich wollte da trotzdem rein. Haben wir die auf der Karte. Und den auch. Ah, ich speichere mal. So. Ja, hier unten war auch noch so ein. Wo, jetzt habe ich nicht mehr in Erinnerung so ein Drehmich. Ach, da oben waren wir auch noch nicht. Super. Gut, dann gucken wir gerade mal. Im Raum hier oben. Liegt auch noch ein Schlüssel, oder? Tatsache. Probieren wir.
Wahrscheinlich war es der Schlüssel, der da. Und ne, nur Munition. Ja, besser wie nix. Besser wie nix. Ja. Also Kinder, Toilettendeckel immer zulassen. Oh, da ist noch eine Tür, die habe ich nicht gesehen. Ich nehme die auch. Hä? Hier ist doch eine Tür. Zumindest auf der Karte. Aber man kann da auch nicht durchgehen. Hm. Kann ich das forcieren? Nee. Man versteht, wer will wahrscheinlich irgendwo einen Knopf drücken. Also der Rätselanteil könnte, wenn es nach mir ging, ein bisschen größer sein. Jetzt biegt schon rechts ab. Ja, natürlich nicht. Recken. So. Hallo. Laufe ich wieder rückwärts. Man dann verwirrt? Hm. Also ich habe gerade nach vorne gedrückt und bin rückwärts gelaufen. Ich vermute, dass dann da dann Orientierungs... Ne, das steht ja hier. Es klingt hier immer an, dem Angreifer vorbeizukommen. Ich vermutete, dass man dann so leicht orientierungslos ist. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Versuchen wir das Ganze nochmal. So, jetzt hier lang. Ah, jetzt laufe ich wirklich. Also um hier richtig lang zu laufen, muss ich rückwärts gehen. Naja, hier stimmt irgendwas mit den... Richtung nicht. Das ist, um hier hinzukommen, muss ich jetzt auch rückwärts gehen. Okay, hier ist nochmal so ein Zimmer, aber hier ist auch halt nichts drin. Das war jetzt schon mal irgendwie komisch, hier hinzukommen. Also im ersten Schritt dann vorwärts, dann wieder rückwärts gehen. Weiß nicht, was ich von der Mechanik halten soll. Wie hat das Wasser auf den Boden geworfen? Tja, lohnt sich das wohl? Ist wohl in dem Raum was? Man weiß es nicht. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir es nie. Also muss ich das jetzt nochmal gleich ausprobieren. Also hier stimmt irgendwas mit der Richtung nicht. Eigentlich eine ganz nette Mechanik, wenn sie mir nicht so auf die Nerven gehen würde. Also ich bin jetzt nach rechts gelaufen. Ah. Okay. Ist hier unten nicht der Schlafraum gewesen? Obwohl, das ist nochmal ein ganz schönes Stück hier rüber. Es sei denn, man geht hier durch. Ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal aus. Machen wir beim nächsten Mal. War diesmal nicht ganz so spannend, obwohl der Wurm in der Toilette, naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.